Parallel, Jeanette Clark, dass so langsam es auf dem Podium losgeht. Und natürlich, meine Damen und Herren, sind wir dann auch live natürlich bei den Reden, sobald sich dort was tut. Das jetzt ist, glaube ich, erst, wenn ich das richtig im Vorschau-Monitor sehe, erst die leichte Vorwarnung. Deswegen, da, ich höre, es geht doch los. Dann gehen wir natürlich live gerne aufs Podium. Guten Morgen! Seien Sie gegrüßt, Landwirtinnen, Landwirte, Gärtnerinnen, Obstbauern, Fischer, Forstwürste, alle, die mit Land und Forst und Agrarwirtschaft zu tun haben, Spediteure, Lkw-Fahrer, Handwerker, Bäcker, Metzger, der Mittelstand ist hier, die Gastronomie ist hier. Und viele, viele mehr, viele, die unser Anliegen unterstützen. Wir brauchen eine bessere Politik, eine Neuausrichtung. Seien Sie gegrüßt. Was für ein Signal, dass wir hier setzen Richtung Berliner Politik. Ich kann es nicht zählen, aber ich glaube, hier sind 30.000 Menschen, 30.000 Bürgerinnen und Bürger da, Bauern, Bäuerinnen, der Mittelstand, der sagt, so kann es nicht weitergehen. Danke, dass Sie alle da sind. Mit dieser Präsenz setzen wir ein weiteres wichtiges Zeichen Richtung Berliner Politik, auch beim Agrardiesel, auch bei unseren Themen. Die müssen weg. Ich habe im Dezember gesagt, es reicht. Zu viel ist zu viel. Und das wiederhole ich. Es reicht. Zu viel ist zu viel. Nehmen Sie die Vorschläge zurück. In der letzten Woche, und dafür ein herzliches Dankeschön an alle, die mit dabei waren, haben wir mit der Aktionswoche ein Signal gesetzt, dass unsere Bundesrepublik Deutschland seit der Wende so nicht gesehen hat. Allein am Montag waren Bäuerinnen und Bauern mit 100.000 Traktoren auf der Straße, um zu sagen, wir brauchen eine Veränderung, Rücknahme der Steuererhöhungsvorschläge. Und während der ganzen Woche, es waren Hunderte von Veranstaltungen, haben wir in ganz Deutschland gezeigt, dass der Bauernstand nach wie vor lebt, dass der Bauernstand nach wie vor bereit ist für seine Interessen, aber am Ende, und das will ich betonen, auch für die Versorgung mit sicheren heimischen Lebensmitteln, Eintritt, das sind wir, ohne uns kein Essen. Liebe Bäuerinnen und Bauern, man hat von Anbeginn an versucht, unseren berechtigten Protest, unser berechtigtes Anliegen in die rechte Ecke zu drängen, damit unsere Anliegen zu delegitimisieren. Mich hat das als aufrechten Demokrat irritiert, aber ich sage eines ganz selbstbewusst,
Das ist nicht gelungen. Warum? Weil wir Bauern und Bäuerinnen aufrechte Demokraten sind, weil wir zur Verfassung, zum Grundgesetz stehen, weil wir hier verwurzelt sind und weil es uns darum geht, unser Land nach vorne zu bringen auf demokratischer Basis. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seinem Video Bundeskanzler Scholz hat in seinem Video am Samstag gesagt, dass die Demokratie aus konstruktivem, manchmal auch lautem Streit besteht, aber dass am Ende ein Kompromiss stehen muss. Da widerspreche ich ihm nicht. Wir brauchen Kompromisse, nicht nur in der Politik. Wer erfolgreich durchs Leben kommen will, das auch privat, familiär, der muss kompromissbereit sein. Nur das kann nur dann gelingen, wenn es sich um einen fairen Kompromiss handelt, den die Bundesregierung vorgeschlagen hat, uns nämlich weiterhin mit 500 Millionen zusätzlich zu belasten. Der ist nicht fair, der ist faul. Den nehmen wir nicht hin. Und er ist doppelt faul. Man hat zweimal faul gespielt. Ich habe rund 20 Jahre bei Wind und Wetter, damals gab es noch keine maschinelle Erntetechnik, Rot- und Weißkohl geschnitten. Manchmal wäre ich gerne zu Hause geblieben, aber wir mussten liefern. Nur wenn ich das vergleiche mit dem, was Fischerinnen und Fischer zu leisten haben bei Wind und Wetter auf hoher See, dann war Kohlschneiden auch bei Regen eine angenehme Arbeit. Und den will man es jetzt wegnehmen. So geht das nicht. Ich sage es ganz einfach, bringe es auf den Punkt. Die Regierung hat es in der Hand. Zu vieles reicht. Wenn die Bundesregierung die Steuererhöhungspläne zurücknimmt, dann gehen wir mit den Dreckern von der Straße. Solange sie das nicht tut, werden wir weiter unser Grundrecht auf Demonstration in Anspruch nehmen. Und was viele nicht so erwartet haben, ich gebe es auch zu, ich war skeptisch, weil wir haben ja mit den Schlepperfahrten Mitbürgerinnen und Mitbürger behindert. Der eine oder andere kam zu spät zum Arbeitsplatz. Was aber gelungen ist, und das haben wir Polizei, das haben wir Rettungsdienste bestätigt, Rettungsgassen freizuhalten. Wir haben die Menschen, die in Not waren, nicht behindert. Und dennoch habe ich um Verständnis gebeten und war dann wirklich positiv überrascht, dass die Mehrzahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, 70-80%, ist das Ergebnis von Befragungen, hinter uns steht. Dafür ein Dankeschön, das ist großartig. Und warum stehen so viele hinter uns? Die stehen doch deshalb auch hinter uns. Für diese Agrardiesel, Steuerbefreiung, nicht das Thema. Sie stehen deshalb hinter uns, weil sie auch der Meinung sind, dass sich in der Politik was ändern muss. Die Politik muss raus
aus der Berliner Blase hin zu Bürgerinnen und Bürgern, hin zu Bäuerinnen und Bauern. Und sie haben auch deshalb Solidarität bekundet, weil sie wissen, dass die Grundlage einer stabilen Demokratie, und ich sag's nochmal in aller Deutlichkeit, zu der stehen wir 100%, dass die Grundlage einer stabilen Demokratie die sichere Versorgung mit heimischen Lebensmitteln ist. Das wissen Bürgerinnen und Bürger. In Berlin hat man das scheinbar noch nicht so erkannt. Und ich frage mich wirklich, reichen Versorgungsengpässe bei Medikamenten, ob das Fiebersäfte sind, ob das Antibiotika ist, noch nicht aus, damit man wach wird? Sollen auch noch Versorgungsengpässe bei Lebensmitteln riskiert werden? Ich sage nein, es ist höchste Zeit, dagegen anzugehen. Wir brauchen wieder eine Politik für die Menschen, die Deutschland durch ihre tagtägliche Arbeit am Laufen halten. Wir brauchen eine Politik, die die arbeitenden Menschen entlastet und nicht ständig weiter belastet. Denn das ist im Moment der Fall. Das muss aufhören. Und die Regierung muss sich auch genauer die Ausgabenliste anschauen. Da gibt es sicherlich viele Projekte, die weniger wichtig sind, wie die Stärkung der heimischen Landwirtschaft oder der heimischen Wirtschaft, des Mittelstands, des Handwerks. Da muss wieder im positiven Sinne Hand angelegt werden. Da müssen Perspektiven aufgezeigt werden. Ich komme wieder auf das zurück, was Bundeskanzler Scholz gesagt hat: Kompromissbereitschaft. Angebote haben wir aus der Landwirtschaft wahrlich gemacht. Zukunftskommission Landwirtschaft, Borchert-Kommission. Wir sind bei einer grüneren gemeinsamen Agrarpolitik mitgegangen. Schmerzhafte Einschnitte haben wir ertragen. Wir sind ruhig geblieben. Und ich frage mich, ist das jetzt der Dank dafür, dass wir nach vorne gegangen sind? Die Regierung hat nichts umgesetzt bei der ZKL, bei Tierwohl. Ist es jetzt der Dank dafür, dass wir die Hand gereicht haben, dass man uns jetzt einseitig mit Steuererhöhungen belasten will? So geht's nicht. Und nach diesen Erfahrungen, liebe Bäuerinnen und Bauern, richte ich auch eine Botschaft ganz selbstbewusst an die Politik. Wir sind weiterhin gesprächsbereit. Wir sind kompromissbereit. Aber eines lassen Sie sich gesagt sein: Wir werden wesentlich deutlich selbstbewusster auftreten und selbstbewusster einfordern, was für Bauern, Bäuerinnen wichtig ist. Bundesfinanzminister Christian Lindner wird nachher zu uns sprechen. Er ist auf der Anfahrt. Er hat
bei einer Rede, bei einem Auftritt signalisiert, dass er sich für Bürokratieabbau einsetzen will. Das ist richtig, das ist wichtig. Aber eins, Herr Lindner, seien Sie gegrüßt. Liebe Bäuerinnen und Bauern, alle, die hier sind, ich habe Respekt vor jedem Politiker, der sich uns stellt. Und diesen Respekt habe ich auch vor Ihnen, Herr Lindner. Danke, dass Sie da sind. Und ich habe es im Dezember, als Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hier war, schon gesagt, wir sind gut erzogen, wir behandeln unsere Gäste mit Respekt und wir hören ihnen auch nachher zu, sehr geehrter Herr Finanzminister. Aber weil Sie da sind, noch ein kleiner Exkurs. Ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht, was in Berlin und wie das in Berlin abläuft vor Weihnachten. Was man mit uns nicht gesprochen hat, das kennen wir zwar aus den Bundesländern nicht. Das haben wir so zur Kenntnis nehmen müssen. Ich biete Ihnen an, aber dass wir das zukünftig intensiver tun. Dass aber der Bundeslandwirtschaftsminister gar nicht mit eingebunden war, das erstaunt mich doch sehr. Ist das der neue Politikspiel, dass der Ressortchef nicht dabei ist? Sie haben die Bürokratie, den Abbau angesprochen. Das können wir und müssen wir gemeinsam angehen. Aber ich sage Ihnen eines in aller Deutlichkeit. Damit bringen Sie im Moment keinen Trecker von der Straße. Ziehen Sie die Steuererhöhungsvorschläge zurück, dann ziehen wir uns zurück. Aber das Angebot Bürokratieabbau, das nehmen wir natürlich auf. Und da müssen wir jetzt auch schon beginnen bei der gemeinsamen Agrarpolitik. Wir müssen über Murks 1 bis Murks 8 sprechen, Ökoregelungen, die kein Klötz sind, keine gute landwirtschaftliche und ökologische Zustand, sondern Murks, die müssen verändert werden, die müssen an die Praxis angepasst werden. Hier gibt es viele Punkte, die wir dann diskutieren werden. Ich will sie heute nicht aufzählen. Ich komme wieder zurück zu dem eigentlichen Kernanliegen. Streichung der Steuererhöhungspläne um. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, um auch weiterhin eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln, heimischen Lebensmitteln, produziert von Landwirtinnen und Landwirten, nachhaltig mit Tierwohl in den Ställen, dass diese Versorgung auch weiterhin sichergestellt ist. Denn das ist die Grundlage für eine stabile Demokratie. Darum geht es, um nicht mehr und nicht weniger. Es geht um die Zukunft Deutschlands. Und dazu braucht man stabile ländliche Räume. Dazu braucht man eine gesunde, florierende Landwirtschaft. Dazu braucht es eine nächste Generation von jungen Landwirtinnen und Landwirten. Im Übrigen sind die nirgendwo so gut ausgebildet wie bei uns. Die verstehen ihr Handwerk, die muss man nur lassen.
Um deren Zukunft geht's, um unsere gemeinsame Zukunft. Wir sind wichtiger Teil Deutschlands. Vergessen Sie das bitte nicht. Ohne stabile ländliche Räume, ohne Landwirtschaft hat unser Land keine Zukunft. Dafür kämpfen wir. Dafür sind wir bereit, auch auf die Straße zu gehen. Und wir sind natürlich immer bereit, Gespräche zu führen, die am Ende eine Lösung bringen. Aber eine Lösung, die fair ist, die unsere Anliegen berücksichtigt. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Lassen Sie uns gemeinsam weiterhin nach vorne gehen. Vielen Dank. Weil wir jetzt den Bundesminister hier haben, möchte ich noch einmal das volle Programm hören. Seid ihr alle da? Ganz. Ganz. Ganz herzlichen Dank. Das kommt hier an. Als zweiter Redner kommt Professor Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Herzlich willkommen, Herr Engelhardt. Vielen Dank. Ja, so ein Bild habe ich noch nicht gesehen. Ich bin wirklich stolz und wir erklären uns als Transport- und Logistikbranche mit der Landwirtschaft solidarisch. Das, was Präsident Ruckwied angesprochen hat, betrifft auch unsere Branche. Wir haben jeden Tag 800.000 LKWs, die für die Versorgung unserer Bevölkerung unterwegs sind. Die letzten Jahrzehnte haben wir nicht demonstriert. Mitarbeiter, Kollegen, Unternehmer haben mir gesagt, wollen wir wirklich nach Berlin? Ja, wir gehen nach Berlin und wir werden auch zukünftig an der Seite der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft stehen, weil unserer Branche reicht es auch. Und ich bin dem Finanzminister sehr dankbar, dass er heute hierher gekommen ist. Viele haben das gar nicht mitbekommen. Unserer Branche wurde ab 1.12. dieses letzten Jahres eine Mehrbelastung aufgebrummt von 7,6 Milliarden CO2-Abgabe jährlich. Zum 1.12. 7,6 Milliarden. Nicht nur, dass ein Großteil unserer Unternehmerinnen und Unternehmer auf den Kosten sitzen bleiben. Das, was weitergegeben werden kann, landet bei uns allen. Das bezahlen wir am Supermarkt, in den Baumärkten, bei dem täglichen Konsum. Angeblich zur Transformation der Transportbranche. Wir haben in Deutschland immer noch null Megacharger. Wir haben keine Stromnetze. Wir haben E-LKWs, die sind dreimal so teuer wie ein konventionelles Fahrzeug. Und als Dankeschön für diese Mehrbelastung streicht man uns alle Förderprogramme und belastet uns an der Zapfsäule noch zusätzlich mit einer CO2-Abgabe von 12 Cent pro Liter Diesel. Unsere Mittelständler halten das nicht mehr durch. Der polnische Marktteilnehmer oder der aus dem Baltikum, der tankt 30 bis 40 Cent günstiger, kommt nach Deutschland, verrichtet hier seine Dienstleistung, lacht sich über den deutschen Mittelstand kaputt und fährt am Wochenende wieder nach Hause. Und das ist nicht die Politik, die der deutsche Mittelstand verdient hat, die Fahrerinnen und Fahrer, die jeden Tag für die Versorgung unterwegs sind. Das geht in der öffentlichen Diskussion vollkommen unter. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, so wichtig wie die Landwirtschaft für die Produktion mit Lebensmitteln ist, so wichtig ist die Transportbranche. Über 80% der Güter werden mit dem LKW transportiert. Zwei bis drei Tage kein Transport durch unsere Mitglieder. Und dann haben wir in dem Land das blanke Chaos. Das kann ich Ihnen versprechen.
weil dann funktioniert wirklich nichts mehr. Und die Fahrer sind trotz ihrer Lenk- und Ruhezeiten aus allen Teilen Deutschlands hierher gekommen. Die Frage, die ich mir stelle, müssen wir erst wirklich auf die Straße gehen, um unsere Anliegen in Berlin zu platzieren und endlich Gehör zu finden? Es gibt einen Koalitionsvertrag, da steht drin, keine Doppelbelastung des deutschen Transportgewerbes durch eine CO2-Maut und eine CO2-Abgabe an der Zapfsäule. Über ein Jahr warten wir, 2 Jahre warten wir auf die Umsetzung dieser Maßnahmen. Ich freue mich sehr, ich hoffe, dass nachher unser Finanzminister dazu eine Aussage tätigen wird. Unsere Mittelständler sterben langsam und leise, aber wenn sie nicht mehr da sind, dann ist es mit dem Transport um Deutschland düster, weil es ist keiner da, der das kompensieren kann. Im Gegenzug, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, kämpfen wir als Verband, ob unsere Fahrerinnen und Fahrer zukünftig beheizte Toilettenhäuschen auf den Raststätten bekommen. Als Dankeschön für 15 Milliarden Mehrbelastung. Ein Zustand, der ist absolut untragbar. Ich wiederhole die Aussagen von Präsident Rückwied nicht. Es betrifft unsere Branche 1:1. Aber wir haben klare Forderungen. Weg mit der Doppelbelastung, wie es im Koalitionsvertrag steht. Gibt unseren Mitgliedsunternehmen eine Förderung, dass sie Teil der Transformationswende sein können. Und endlich Investitionen in die Straße. Über 80% der Güter werden auf der Straße transportiert. Und ich höre diese Mär der Verlagerung jetzt schon seit 70 Jahren. Das wird nicht auf die Bahn verlagerbar sein. Wir brauchen unsere deutschen Mittelständler heute, morgen und auch in zukünftigen Tagen. Und da lässt uns die Ampel bitterlich im Stich. Wie gesagt, unsere Branche hat die letzten Jahrzehnte nicht demonstriert, aber Sie sehen die ganzen LKWs. Und eine Aussage von unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, Fahrerinnen und Fahrern war klar und eindeutig. Die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft und die Agrarbetriebe haben es uns vorgemacht. Wir werden auch wiederkommen, wenn wir nicht berücksichtigt werden. Und deswegen unser klarer Appell, bitte nicht nur die Landwirtschaft, mit der wir uns sehr solidarisch erklären. Ohne Transportsektor kommt kein landwirtschaftliches Gut in die Häfen, keine Düngemittel in die Betriebe. Wir werden zusammen mit den Landwirten genauso auch in der Zukunft für unsere Forderungen einstehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als dritten Redner haben wir von Landschaftsverbindung Herrn Hochrein. Sie haben das Wort. Hallo zusammen. Ich habe die ganze Zeit meine Kapuze aufgehabt, weil da herum uns der Wind so eisig entgegenbläst, wie er uns von der Politik entgegengeblasen wird. Ich stand am 18.12. hier in Berlin auf der Bühne mit Präsident Rückwied und da habe ich euch, die hier waren, einen Auftrag gegeben. Ich habe euch allen gesagt, holt die Leute, die noch auf dem Sofa hocken, die Beine stillhalten, tretet denen in den Arsch und seht zu, dass sie mit uns auf die Straße gehen. Ist euch das gelungen? Es ist euer Mut, euer Engagement, aber vor allem eure Entschlossenheit, die das so groß gemacht hat. Wir waren letzte Woche, aber auch schon in der Woche davor, vor der Aktionswoche auf der Straße. Aber wir sind nicht nur Bauern, es ist schon viel mehr geworden. Es war dabei die Dehoga, die Bäcker, die Metzger, die Spediteure, wir haben gerade Herrn Engelhardt gehört. Die Metzger, alle waren mit dabei. Der Mittelstand ist auf der Straße. Wir sind nicht mehr alleine.
Ich möchte Herr Engelhardt, ich möchte, seid mal kurz leise, hey, ich möchte dem Herrn Lindner ein Zeichen setzen. Gebt jetzt bitte mal, ich möchte zeigen, wie eng wir beieinander stehen. Wie eng wir hier alle miteinander stehen. Gebt bitte alle, wie ihr hier unten steht, euren Nachbarn die Hand. Nehmt euch an die Hand und zeigt dem Herrn Lindner, wie nahe, wie fest, dass wir beieinander stehen. Wir sind aufgestanden für den Agrardiesel und die Kfz-Besteuerung. Werde ich gleich auch sagen, ja. Und von der Politik. Man hat uns zwei Punkte weggenommen und nach den ersten Demonstrationen hat man uns die Kfz-Steuer wieder zugestanden. Ich habe hier vor 3 Wochen auf der Bühne gesagt, wir gehen keine faulen Kompromisse mehr ein. Und es kann nicht sein, dass uns dann die Politik einen Punkt zurückgibt, vorher 2 wegnimmt und dann wird uns über die Presse gesagt, es würde uns großzügigerweise entgegengekommen. Das ist doch nicht großzügig, das ist so. Das ist so, wie wenn ich jemanden Schläge androhe. Und wenn ich ihn dann nicht schlage, dann soll er mir noch dankbar sein. Wir haben in den letzten Jahren in der Landwirtschaft, Herr Ruckwied hat es angesprochen, sehr viele Kröten haben schlucken müssen. Die Stilllegung, die Düngeverordnung, die Kürzung bei der Sozialversicherung. Einige Punkte, die uns extrem eingeschränkt haben. Ich muss umblättern. Ja. Man sieht es hier nicht, doch da drüben sieht man es. Wer ein Kanzleramt für 1 Milliarde Euro umbauen möchte und uns Bauern aber in die Tasche greift und uns 1 Milliarde Euro abnehmen möchte, ich glaube, das hat mit Demut um mit der Stimme vom Volk zu hören, nichts mehr zu tun. Ich möchte aber noch 2, 3 Punkte zu unserer Verbotspolitik der letzten Jahre sagen und zu der angeblichen Arbeit, die hier in Berlin verrichtet wird. Die Arbeit, ein Beispiel von unserem grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Ich muss die Düngerverordnung kurz ansprechen. Es gibt eine Protokollerklärung aus dem Juli 2022.
die bis zum Jahreswechsel umgesetzt hätten werden sollen. Die ist bis heute nicht umgesetzt. 14 Monate drüber. Wenn wir Frist nicht einhalten, steht Tage später die Kontrolle am Hof. So wird hier gearbeitet. Mit Desinteresse, mit liegen lassen, mit wegschieben. In der SPD sind Zeichen der Zersplitterung und des Gespaltenen zu erkennen. Und zwar, wenn ein Ministerpräsident Weil in Niedersachsen, Rehlinger im Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern, Ministerpräsidenten von der SPD, sich ganz klar an unsere Seite stellen und sagen, die Belastung ist zu viel, das kann die Landwirtschaft nicht noch zusätzlich leisten. Und da muss ich sagen, die sind anscheinend ein Stück näher an ihren Bürgern und die haben es anscheinend verstanden. Herr Lindner, ich habe mir in der Vorbereitung für die Demonstration in Nürnberg Ihre Dreikönigsrede noch mal angeschaut und ich muss Ihnen in einigen Punkten zustimmen. Sie haben gesagt, Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung sind Punkte für den Staatsanwalt und das sehe ich absolut und so wie alle hier absolut genauso. Aber eine Vorverurteilung, bevor wir überhaupt losgelegt haben zu machen, ist meiner Meinung nach absolut unterste Schublade. Auf allen Demonstrationen haben sich alle Polizisten die Beine in den Bauch gestanden. Das BKA, so wie es da hinten steht, die haben genauso gefroren wie wir. Aber das in einer Rede an uns Bauern zu richten, fand ich einfach, das geht einfach nicht. Sie sprechen von einer hochsubventionierten Branche. Und ich muss Ihnen sagen, Subventionen, da gibt es keine Gegenleistung dafür. Wir bringen jeden Tag Leistung, jeden Tag. Und es ist nur ein Ausgleich. Sie haben auch gesagt, wenn man auf der einen Seite Subventionen kriegt, wie die Strompreisbremse, wie die Umbau der Stallbauförderung, dann kann man auch auf der anderen Seite den Agrardiesel auch streichen. Ich frage mich, bei einem gescheiterten Haushalt, was ist denn dann mit der Strompreisbremse? Was ist denn, wenn 4 Milliarden Euro im Jahr für Stallumbauen versprochen werden und am Ende des Tages ist es nur 1 Milliarde in 4 Jahren? Ich glaube, da wird was irgendwie durcheinander gebracht und zwar ganz gewaltig. Sie sprechen auch davon, dass wir uns verrannt haben, dass die Bauern sich verrannt haben und wir umkehren sollen. Ich frage mich, wer gestern Abend über die Presse rausgibt, dass es zusätzlich jetzt noch ein Klimageld geben soll, der die gesamte Bevölkerung belastet. Wer da der politische Geisterfahrer ist und wer umzukehren hat. Wer den Spediteur, den Handwerker, den Bäcker, den Metzger, aber vor allem uns Landwirte, wer diesen Berufsstand nicht ehrt, ist des Regierens nicht wert.
Eins noch. Wir machen euer Essen. Wir machen euch satt. Wir sind die, die euch ernähren. Wir machen bereits Klimaschutz. Das machen wir regional. Und wenn unser Essen in Zukunft nicht mehr aus Deutschland kommt, dann kommt es von irgendwer her. Und wenn wir uns weiterhin abhängig machen von Importen, der spielt mit der Ernährungssouveränität dieses Landes und der spielt mit der Versorgungssicherheit dieses Landes. Und das kann es nicht sein. Dankeschön! So, meine Damen und Herren, jetzt soll es noch eine Rednerin geben, dann sollte Christian Lindner kommen. Nur als Hinweis, natürlich sind nicht alle Informationen, die Sie hier hören, richtig. Unter anderem wird der Umbau des Kanzleramts nach jetzigen Planungen nicht 1 Milliarde kosten, sondern geplant sind 777 Millionen Euro. Da sind schon höhere Baukosten mit drin. Das nur ein kleiner Hinweis zur Einordnung. Liebe Berufskolleginnen und liebe Berufskollegen, liebe Junglandwirtinnen und liebe Junglandwirte, jetzt sagt mal alle richtig laut, dass uns hier wirklich jeder in Berlin hört, weil es geht hier um unsere Zukunft. Herzensangelegenheit, vor allem auch für die junge Generation zu sprechen und Danke zu sagen für die Solidarität, die wir in den letzten Wochen auf der Straße erlebt haben. Das war Gänsehaut pur und das ist nicht selbstverständlich, dass wir so solidarisch von allen Ecken unterstützt werden und da ist kein Platz für rechts oder radikale Ränder, Gewalt oder persönliche Angriffe und das haben wir deutlich gemacht und wir lassen uns da auch nicht in irgendwelche Schubladen stecken. Ja, unsere Botschaften gehen heute an die aktuelle Regierung und ja, unsere Botschaften gehen auch an Herrn Lindner. Und ja, wir zollen ihm auch Respekt dafür, dass er sich uns hier heute stellt, weil selbst ich stehe hier oben und habe wackelige Knie, wenn ich das sehe, weil das ist wirklich Gänsehaut pur und das zeigt einfach nur, dass die breite Masse der Gesellschaft hinter uns steht und sieht, dass hier gewaltig was schiefläuft und dass sich etwas ändern muss, damit wir auch wirklich eine Zukunft haben. Es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, wir stehen hier heute nicht allein wegen den Kürzungen beim Agrardiesel. Nein, wir haben in den letzten Jahren, ja in den letzten Jahrzehnten immer nur drauf bekommen, Prügel ohne Ende, immer mehr Auflagen, Verschärfungen, Einschränkungen. Wir werden hier wirklich regelrecht auf die Ersatzbank geschoben und das lassen wir uns nicht gefallen. Ich denke hier gerade wirklich an zwei Dinge, das sind zwei Seiten. Auf der einen Seite stehe ich hier für über 100.000 Landjugendliche, diejenigen, die auch in Zukunft noch verantwortungsbewusst, nachhaltig, klimaschonend, mit Tierwohl die Betriebe übernehmen wollen. Die haben das wieder gezeigt bei unserem Berufswettbewerb letztes Jahr. 10.000 junge Menschen, bessere Fachkräfte kann wirklich keiner haben, machen sich auf den Weg, sind mutig und wollen was gestalten. Und was passiert auf der anderen Seite? Uns werden Steine in den Weg gelegt. Wir können nicht weiter wirtschaften, so, wenn es so weitergeht, können nicht mehr davon leben. Und das muss hier einfach deutlich gemacht werden. Und an dieser Stelle ist es mir wirklich wichtig, ich soll mich kurz fassen, damit wir auch noch Herrn Lindner hören. Und das ist wichtig, weil das ist auch ein Zeichen, was für Demokratie steht. Und da bitte ich jetzt wirklich mal um einen großen Applaus, weil Demokratie heißt auch, Gespräche zu führen, ja, sich zu streiten. Aber wir müssen auch miteinander sprechen. Ohne das geht es in der Demokratie nicht. Und auch deswegen sind wir heute hier. Ja, als Landjugendvorsitzende
habe ich vom Nachwuchs eine ganz klare Botschaft für Herrn Lindner. Und ich würde Sie bitten, Herr Lindner, damit ich Ihnen auch in die Augen schauen kann, ein bisschen nach vorne zu kommen. Und zwar ist es Folgendes. Es ist, an der Stelle möchte ich wirklich darum bitten und an euch alle appellieren, dass ihr da auch Respekt für zeigt, weil das ist, ja, Minister, das sind auch die Aufgaben, die dazugehören. Aber es stellt sich auch nicht jeder. Uns und wir Landwirte haben da auch ordentlich Power, die wir mitbringen. Also ich hätte auch Angst, wenn ich hier stehen würde und keine Landwirtin wäre. So, ich habe hier jetzt zwei Karten mitgebracht. Und Herr Lindner, Sie sind auch Fußballfan, das habe ich gelesen. Und da ist mir wichtig, deutlich zu machen, die gelbe Karte steht hier auch nicht für die FDP. Ganz im Gegenteil, das ist eine Verwarnung. Und das ist die letzte Warnung, die ich hier ausspreche als Landjugendvorsitzende, damit Sie jetzt in der zweiten Hälfte der Halbzeit, wir haben jetzt gerade die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, und da müssen die Kürzungen wirklich ersatzlos zurückgenommen werden. Und Sie müssen wirklich sich für unsere Zukunft stark machen und mit fairen Bedingungen für uns ja sich stark machen, weil letztlich können wir nur noch zur roten Karte kommen, wenn Sie das jetzt nicht umsetzen. Und wir haben wirklich, ich habe gesagt, was uns alles in den letzten Jahren beschäftigt. Und da hören wir das hier ganz laut, den Unmut, der uns auf die Straßen gebracht hat, auch die Wut. Aber was können wir denn vor allem neben auch zu Recht wütend und auch Unmut auf die Straßen bringen? Was können wir denn? Wir können, und das tun wir richtig gut, Lebensmittel erzeugen für die Regierung, für die Gesellschaft, für jeden. Wir ernähren Deutschland und das wollen wir auch noch zukünftig tun. Und deswegen ist jetzt hier die gelbe Karte für Sie, Herr Lindner, damit wir das auch zukünftig noch tun können und Sie endlich unsere Verwarnung ernst nehmen. Wirklich viel gehört von Auflagen und eine Sache ist ja auch die Stilllegung, 4%. Und wenn wir uns jetzt mal die Wahlergebnisse anschauen, dann liegt die FDP da gerade auch bei 4%. Und mein Appell ist einfach auch an der Stelle, dass wenn sich jetzt nicht etwas ändert und die Bedingungen ja fair werden, wir einfach auch von der Ersatzbank wieder aufs Spielfeld kommen, uns behaupten können gegenüber der Landwirtschaft aus anderen Ländern und billige Importe abwehren können. Und es eben, ja, man kann es ja so ein bisschen vergleichen, ne? Wenn es so weitergeht, dann geht es der FDP irgendwann wie dem Ackerbau in Deutschland. Nämlich mit 4% wird dann stillgelegt. Und das... Und ich bin mir sicher, Herr Lindner, das kann nicht in Ihrem Interesse sein. Und ich kann Ihnen nur mitgeben... Da spreche ich wirklich aus ganzem Herzen zu Ihnen. Der Nachwuchs, der ist da und der ist bereit, der will gestalten, der will sich verwirklichen, der will was verändern. Und ja, wir wollen auch Unternehmer sein, aber dann muss man uns auch selbstständig wirtschaften lassen. So kann es wirklich nicht weitergehen. Und dann lasse ich mir auch nicht sagen, gerade auch mit Blick auf die Schuldenbremse, dass es hier auch um Generationengerechtigkeit geht. Ja, das tut es. Aber es kann nicht sein, dass meine Generation, die Generation, die in Zukunft das weitermachen wollen, jetzt totgespart wird und wir keine Zukunft haben. So geht es nicht weiter. Wir kämpfen weiter. Wir wollen, dass die Forderungen zurückgenommen werden. Und dafür sind wir heute hier. Dafür sind wir bereit zu Gesprächen, wir kämpfen weiter und das tun wir demokratisch. Vielen Dank. Und nach diesen vier Reden bitte ich um einen herzlichen Applaus und ein herzliches Willkommen für den Bundesminister für Finanzen, Herrn Christian Lindner.
Liebe Landwirtinnen, liebe Landwirte, ich höre Sie. Ich höre Sie und es ist ein beeindruckendes Bild. Tausende Landwirtinnen und Landwirte, Herr Ruckwied, alles ist gut. Nein, ich soll eine Runde. Alles ist gut. Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, der Bundesfinanzminister ist hier und es gebührt der Respekt, ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn Sie ihn nur ausbuhen. Zur Demokratie gehört die Diskussion und da gehört es zuhören. Ich bitte Sie, hören Sie zu. Sie können ja dann nach der Rede, je nachdem, was er sagt, Ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Aber jetzt bitte ich und fordere Sie auf, ruhiger zu sein. Vielen Dank, Herr Ruckwied. Ich habe Verständnis für Protest. Und mich beeindruckt auch dieses Bild. Tausende Landwirtinnen und Landwirte, die hier nach Berlin kommen. Mich beeindruckt auch der Zusammenhalt, den Sie hier zeigen. Ich sage sehr klar, Ihr Protest, er ist legitim und Ihr Protest ist friedlich. Viele hatten Angst vor schrecklichen Bildern. Auch ich hatte die Furcht vor schrecklichen Bildern. Aber davon ist zum Glück in den letzten Tagen nichts eingetreten. Und dafür danke ich Ihnen. Wir stehen hier heute vor dem Brandenburger Tor, einem Symbol unserer nationalen Einheit in Deutschland. Was ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Und das ist ein Unterschied. Und deshalb erwarte ich von der Politik und von den Medien, von allen, die Befürchtungen geäußert haben, dass sie künftig stattdessen vor der linksextremistischen Unterwanderung der Klimakleber warnen und deren Sachbeschädigungen und Blockaden verurteilen, denn das ist gerechtfertigt. Sie haben mich eingeladen, manche von Ihnen auch, weil Sie hören wollen, was ich zu sagen habe. Ich habe die Einladung von Herrn Ruckwied gerne angenommen. Als Mitglied der Bundesregierung und auch persönlich. Vor 4 Jahren habe ich hier schon mal gestanden bei einer Demonstration. Damals ging es um die Düngeverordnung von Julia Knöckner. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass unwissenschaftliche Ideologie überwunden werden muss. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass ich für eine Agrarpolitik streite, die nachhaltiges Unternehmertum stärkt. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass wir die Kluft zwischen Stadt und Land überwinden müssen. Die Menschen müssen wieder wissen, was es für eine Arbeit macht, was es für ein Aufwand ist und welche hohe Kosten es verursacht, Lebensmittel in Deutschland zu produzieren. 4 Jahre später stehe ich wieder hier, diesmal als Finanzminister. Aber an meinen Überzeugungen hat sich nichts verändert. Die Landwirtschaft ist keine Branche wie jede andere.
Sie fordert harte Arbeit. Sie sichert unsere Versorgung. Sie schützt unsere Umwelt. Sie verdient daher den Respekt der ganzen Gesellschaft. Und deshalb brauchen wir eine Agrarpolitik, die die wirtschaftliche Existenz der Betriebe sichert. Ich will, dass die Politik den Landwirtinnen und Landwirten vertraut, statt in die Betriebe hinein zu regieren. Viele von Ihnen glauben, hier in Berlin würden nur irgendwelche Städter Politik gegen das Land machen. Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Und ich bin Vorsitzender einer Partei, die sich seit Jahrzehnten für den Mittelstand einsetzt. Aber hier geht es heute, ja, lass es doch, hier geht es heute nicht nur um meine Sympathie für Mittelstand und Landwirtschaft. Es geht um einen Weg für unser Land insgesamt, wie wir aus einer schwierigen Situation gemeinsam herauskommen. Nach vielen Gesprächen habe ich ein Gefühl für Ihre Situation. Doch ich kenne die steigenden Kosten für Futter, für Strom und für Kraftstoff. Ich kenne die immer weiter steigenden und teuren Umwelt- und Klimaauflagen, die Sie erfüllen müssen. Und ich weiß, dass immer mehr Ämter hineinsprechen und mitentscheiden wollen. Ich kenne die Probleme, überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die noch bereit sind, hart mitzuarbeiten. Und ich teile Ihre Empörung über Bevormundung. Es muss enden, dass Juristen und Politologen Ihnen erklären, wie Sie die Böden bewirtschaften, von denen Ihre Familien seit Generationen leben. Deshalb, Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesel hier sind. Es hat sich doch über Jahre und Jahrzehnte etwas aufgestaut. Und deshalb lassen Sie uns darüber sprechen und nicht nur über den Agrardiesel. Und jetzt will ich Ihnen etwas über meine Situation sagen. Der Staat hat über Jahre kaum Zinsen gezahlt. Aber zwischen 2013 und 2019 immer neue Leistungen geschaffen. Dann wurden während der Pandemie bis zum Energiepreisschock viele Staatshilfen gezahlt. Jetzt sind die Zinsen wieder normal. Von Ihrem Geld, zahle ich jedes Jahr 40 Milliarden Euro Zinsen. Immer mehr Schulden zu machen, das wäre unverantwortlich. Die Infrastruktur von Straßen bis Schulen wurde über Jahre vernachlässigt. Wir müssen investieren. Die Energiekosten sind zu hoch. Deshalb muss die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe sinken. Also auch für Land- und Forstwirtschaft. Mit dem Krieg in der Ukraine sind Frieden und Freiheit in Europa wieder bedroht. Weshalb wir wieder wie früher in unsere Sicherheit investieren müssen. Wir sind in einer Phase, so schwierig und hart und kontrovers sie ist. Wir sind in einer Phase,
in der wir neu über die Aufgaben dieses Staates miteinander sprechen müssen. Viele in der Politik wollen jetzt den leichten Weg gehen, also Steuern erhöhen, von links bis rechts. Lassen Sie sich davon nicht blenden. Eine höhere Einkommenssteuer, die zahlen am Ende Sie, die zahlt der Mittelstand in Deutschland. Ich bin der Verwalter des Gelds der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist Ihr Geld. Und deshalb bin ich überzeugt, die Politik muss wieder lernen, mit dem Geld auszukommen, das die Bürgerinnen und Bürger ihr zur Verfügung stellen. Dabei muss es fair zugehen. Es darf keine Sonderopfer geben, da stimmen wir überein. Aber alle müssen ihren Beitrag leisten. Die Staatshilfen und die für die Krise reduzierten Mehrwertsteuersätze laufen aus. Der Luftverkehr leistet einen Beitrag. Die Regierung selbst, hören Sie mir zu, die Regierung selbst leistet einen Beitrag. Sie haben gefordert, dass die Regierung auf Vorhaben verzichtet. Ich habe den Neubau des Finanzministeriums gestoppt. Wir rücken enger zusammen. Und meine Damen und Herren, es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Sozialreformen sind schwer, aber auch da gehen und müssen wir ran. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir 1 Milliarde Euro beim Bürgergeld. Denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, das ist eine Frage der Gerechtigkeit und wir beantworten sie. Die Landwirtschaft ist keine Branche wie jede andere, das weiß ich nur zu gut. Es gibt deshalb gute Gründe auch für staatliche Förderung. Aber es gibt auch staatliche Förderung. Aus Brüssel und Berlin wird die Landwirtschaft in jedem Jahr mit 9 Milliarden Euro finanziert. Im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler muss ich als Finanzminister daher immer fragen, welche Mittel sind nötig und welche Alternativen gibt es. Die Bundesregierung hat nach einer Prüfung festgestellt, es war zu viel und es war zu schnell. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft, auch in Europa, muss ja erhalten bleiben. Es soll und es darf kein Sonderopfer der Landwirtschaft geben, sondern nur einen fairen Beitrag. Ihr Protest war also bereits erfolgreich, Herr Ruckwied. Die Bundesregierung hat Ihre Argumente gehört. Bei der Kraftfahrzeugsteuer ändert sich nichts. Das grüne Kennzeichen, es bleibt. Der Agrardiesel, er entfällt nicht sofort. Die Rückerstattung wird in den nächsten Jahren nur schrittweise abgebaut. Sie mögen es anders sehen, das ist Ihr gutes Recht. Aber hier geht es in Wahrheit um viel mehr. Mit dem planbaren und nur schrittweisen Abbau haben wir Zeit gewonnen. Lassen Sie uns diese Zeit doch sinnvoll nutzen. Mir geht es nicht darum, die Landwirtschaft zu schwächen, sondern mir geht es darum, nachhaltiges Unternehmertum zu stärken. Mein Angebot ist, wenn der Agrardiesel ausläuft,
dann müssen Zug um Zug auch die Belastungen für die Betriebe auslaufen. Dabei haben wir gemeinsame Interessen. Bürokratieabbau entlastet Sie, kostet den Finanzminister aber nichts. Ich bin deshalb bereit, mit Ihnen über all das zu sprechen, was die Produktivität Ihrer Betriebe stärkt. Ihre Erträge, Ihre Gewinne schwanken zwischen den Jahren. Das müssen wir auch bei der Einkommensteuer berücksichtigen. Beispielsweise die Tarifglättung bei der Einkommensteuer hatte die Vorgängerregierung nur befristet eingeführt. 2022 ist das ausgelaufen. Ich prüfe deshalb, ob wir die Tarifglättung oder eine steuerfreie Risikorücklage einführen können. Mehr noch, wir brauchen einen planbaren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Wir müssen uns öffnen für neue Züchtungsmethoden. Immer höhere Standards für die Tierhaltung sind unverhältnismäßig. Die Flächenstilllegung kostet unnötig Ertragskraft. Biokraftstoffe sind klimafreundlich und müssen erhalten bleiben. Wir müssen die wirtschaftliche Substanz ihrer Betriebe stärken. Das geht aber nicht nur mit staatlicher Hilfe. Wir können gemeinsam dafür sorgen, dass ihnen nicht immer neue Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Sie haben die Sympathie und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Mein Angebot an Sie: Denken wir jetzt zusammen groß. Lassen Sie uns nicht nur über den Agrardiesel streiten, diese eine Maßnahme, sondern lassen Sie uns über die Situation der Landwirtschaft insgesamt sprechen. Jetzt ist die Gelegenheit, die Menschen daran zu erinnern, dass man sich nicht nur in Umfragen an die Seite der Bäuerinnen und Bauern stellen kann, sondern auch beim Einkaufen. Man kann nicht für die heimischen Betriebe sein und gleichzeitig ausländische Billigprodukte kaufen. Jetzt ist nicht die Gelegenheit für neue bürokratische Standards und ideologische Vorhaben. Im Gegenteil, jetzt ist die Gelegenheit, EU-Pläne wie die Flächenstilllegung in Frage zu stellen. Jetzt ist die Gelegenheit, die seit Renate Künast überzogenen Umweltstandards zu diskutieren. Jetzt ist die Gelegenheit, ideologische Bevormundung der Betriebe zu beenden und wieder zu mehr Realismus zu kommen. Jetzt ist die Gelegenheit, neue Perspektiven für nachhaltiges Unternehmertum in der Landwirtschaft zu schaffen. Bei dieser Debatte haben Sie mich an Ihrer Seite. Sie sind doch alle Macherinnen und Macher, jeden Tag im Betrieb. Ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt. Aber wir können gemeinsam dafür streiten, dass Sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für Ihre Arbeit erhalten. Und das wäre eine Chance in dieser Lage, die man nicht ausschlagen sollte. So, meine Damen und Herren, das war der Bundesfinanzminister. Selten ihn so laut gehört. Es muss laut gewesen sein. Deswegen gehen wir zu Jeanette Clark, unsere Reporterin vor Ort. Jeanette, wir haben das natürlich nur so in Teilen mitbekommen, wie laut es wirklich war. Geben Sie uns einen Eindruck gerne von dem, was da vor Ort bei Ihnen war, mit der Bitte um eine relativ kurze Antwort. Also von der Akustik, Sie haben es schon vorweggenommen, haben wir natürlich hier auch. Es war sehr, sehr laut. Es wurde sehr, sehr viel gepfiffen, gerade natürlich als Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, hier vor den Bauern gesprochen hat. Und ich hatte den Eindruck, er ist mit seiner Argumentation überhaupt nicht hier durchgedrungen. Also es gab hier und gibt hier, wenn Sie das um mich drum herum hören, laute Rufe, die Ampel muss weg. Es wurde auch zwischendurch skandiert, hau ab an Christian Lindner. Und er musste ja auch immer weiter seine Stimme erheben, um überhaupt noch durchzudringen. Also die Straße des 17. Juni hin zum
Brandenburger Tor, die ist nach wie vor sehr, sehr gut gefüllt. Und das war ja auch der Höhepunkt dieser Protestwoche der Bauernverbände. Also, heute ist es friedlich geblieben hier, was wir hier mitbekommen haben. Die Bauern durchaus hier auskunftsfreudig, was ihnen auf der Seele lastet, welche Perspektiven sie brauchen für ihren Beruf. Heute Nachmittag gibt es ja noch ein Treffen von Vertretern der Bauernverbände mit der Spitzen der Koalitionsfraktionen, ja, wo man noch mal über beispielsweise das Abschmelzen der Agrardieselsubventionen sprechen will. Genau so ist es, Jeanette Clark. 14:30 dann dazu auch noch mal eine Pressekonferenz. Vielen Dank Ihnen schon mal für die Eindrücke von vor Ort. Und meine Damen und Herren, um 14 Uhr erwartet Sie dann Julia Grimm natürlich noch mal mit Einordnungen zu dieser Bauerndemonstration. Hier geht es weiter mit dem